Also wir bauen KI-Lösungen, sehende KI, Computer Vision und fokussieren uns dort inhaltlich vor allem auf die zirkuläre Wirtschaft und die nachhaltige Gesellschaft. Also alles, wo man, was Entsorgung ist, Recycling, wo man CO2 einsparen kann. Das sind Themen, die uns interessieren, für die wir brennen. Und einmal kurz zu mir. Ich habe an der Universität Bielefeld geforscht zum Thema KI und was das für Unternehmen, also welche ökonomischen Implikationen KI jetzt für Unternehmen hat. Habe dann nach meiner Forschung ein Startup gegründet. Die Software haben wir dann jetzt verkauft vor anderthalb Jahren. Und die Aizubi ist jetzt mein aktuelles Startup, mit dem wir in Bielefeld sitzen. Und wir haben hier eine Reihe von regionalen Kunden. Das ist vor allem der Mittelstand. Das sind viele familiengeführte Unternehmen, mit denen wir eng zusammenarbeiten und denen wir dabei helfen, KI auf die Straße zu bringen, entweder in der eigenen Produktion, in den eigenen Prozessen, aber auch KI-Produkte tatsächlich zu entwickeln. Haben auch dann auch größere Kunden teilweise, die dann eben an anderen Standorten im Dachraum sitzen. Wir sind bei uns in der Region Bielefeld sehr aktiv im Bereich KI, haben hier zum Beispiel einen Arbeitskreis KI im Mittelstand, den wir zusammen mit der IHK hier organisieren, bei dem wir versuchen, Unternehmen, Entscheidungsträgern von regionalen Unternehmen dabei zu helfen, KI etwas besser zu verstehen, greifbarer zu machen und das Thema dann anzugehen. Also wir sind ein kleines KI-Familienunternehmen, wir sind in Familienhand, sind eine Handvoll Ingenieure, Informatiker auf der Mission, KI bezahlbar zu machen für vor allem den Mittelstand. Nicht die ganz, ganz Großen, aber vor allem für die Kleinen, die sich das in der Regel, können sie sich große Lösungen eben nicht leisten. Und das ist unsere Mission und nachhaltige Wertschöpfung ist halt unser Ding, alles, was da dazugehört. Ja, der Fun Fact wurde ja von Sigrid Rögner eben gesagt, wir liefern unvollständige KI-Lösungen aus und unsere Kunden lieben das. Was bedeutet das? Ne? Wir haben eine ganz besondere Art und Weise, wie wir muss mal gucken, irgendwas ist hier gerade, genau, jetzt geht's weiter. Wir haben eine ganz besondere Art und Weise, wie wir KI in Unternehmen einführen. Wir nennen das Machine Learning on the Job. Das heißt, wir sind nicht die Tüftler, die am Algorithmus optimieren, um das letzte Prozent Genauigkeit herauszukommen. Das machen wir nicht, sondern wir arbeiten mit Technologie, mit Algorithmen, die aus der Wissenschaft kommen und quasi fertig sind. Und unser Ziel ist es, diese Algorithmen, diese Technologie möglichst effizient und schnell wirklich auf die Straße zu bringen. Und wir haben einen ganz besonderen Ansatz, der ist, soweit ich weiß, auch weltweit einzigartig. Den nennt man in der KI-Fachsprache Active Learning. Das ist eine Methode im Bereich Machine Learning. Das können Sie gerne mal googeln, wenn Sie mögen. Das bedeutet, dass man eine KI nicht von in der Inbetriebnahme nicht komplett fertig hat. Das heißt, unsere künstliche Intelligenz oder unsere Lösung gehen so halbfertig in den Betrieb. Und das bedeutet, dass die meistens die einfachen Fälle, wenn jetzt dort irgendwas sehr, sehr einfach ist, ist ein einfacher Fall, das kann die KI dann schon. Aber diese schwierigen Fälle, diese Grenzfälle, das kann die KI noch nicht. Ne? Und sie lernt aber diese Grenzfälle eben, während sie im Betrieb ist und während sie von den Mitarbeitern genutzt wird, während sie zum Beispiel Mitarbeitern assistiert. Und immer wenn die KI dann auf einen schwierigen Fall trifft, wo sie sich einfach noch nicht sicher ist, dann nutzt sie halt eben sowas wie ein Human Loop. Das ist, wenn die KI sagt, oh, das ist ein Fall, den kann ich noch nicht. Da brauche ich mal kurz die Hilfe eines Menschen. Und dann ruft halt eben die KI nach Hilfe. Und wir haben da halt zum Beispiel eine Plattform gebaut, mit der die KI dann innerhalb von wenigen Sekunden einen Menschen irgendwo auf der Welt, das können die eigenen Mitarbeiter sein, es kann aber auch eine Crowd sein, das können auch Mitarbeiter, die an anderen Standorten gerade sind. Und die bekommen dann eben eine kurze Nachricht und sagen, hey, die KI braucht gerade kurz Hilfe, hast du mal eben eine Sekunde, um dir dieses Bild anzuschauen oder diesen Fall anzuschauen. Und dann gibt man eben über das Handy Feedback und dann weiß die Maschine, was sie mit diesem Fall tun soll und hat auch gleichzeitig diesen Fall dann gespeichert und gelernt für die Zukunft. Ne? Das heißt, dieser Ansatz, dass man eine KI nicht von Beginn an fertig in den Betrieb einführt, hat ganz, ganz große Vorteile. Erstens ist es viel, viel günstiger.
Wenn wir einen Fall bearbeiten, eine Aufgabe, dann braucht man teilweise mehrere Millionen Bilder. Das ist eben die neue Macht der Kameras. Die können viel, aber die haben auch eine ganz, ganz große Herausforderung. Die brauchen unfassbar viel Dateninput. Der muss gelabelt sein, der muss markiert sein. Das heißt, Menschen müssen dort in der Regel sagen, das ist in Ordnung oder das ist nicht in Ordnung. Und diese Bilder in der Masse, in der Qualität auch zu bekommen, bevor man das System überhaupt einführt, das ist etwas sehr, sehr Teures. Das kostet meistens ein paar Millionen für so einen typischen Fall, den wir haben. Und das ist ein extrem hohes Risiko für Unternehmen, das zu investieren, ohne zu wissen, wie genau, wie gut wird das funktionieren. Und das ist für kleine Unternehmen überhaupt nicht stemmbar. Das heißt, es ist viel günstiger, weil man nur einen Bruchteil der Entwicklungsleistung am Anfang machen muss und den Rest lernt die Maschine dann on the job. Es ist auch viel schneller, weil wir können teilweise innerhalb von einer Woche oder von 2 Wochen eine fertige Lösung in den Betrieb einführen, die schon einfache Fälle kann. Also man kann viel, viel schneller zeigen, dass es funktioniert. Und das ist ganz, ganz wichtig für die Akzeptanz der Mitarbeiter und aller Stakeholder bei seinem Projekt. Und es ist zuverlässiger, weil, stellen Sie sich vor, da verändert sich irgendwas im Betrieb, irgendwas im Ablauf wird verändert und plötzlich sehen die Daten anders aus. Klassische KI-Lösungen fangen dann an, Probleme zu machen, die funktionieren dann nicht mehr richtig. Und ich habe das in der Praxis oft früher erlebt, dass sie dann abgeschaltet werden müssen, weil dann doch wieder Menschen diese Arbeit machen müssen. Und eine KI, die von Beginn an so konstruiert ist, dass sie nach Hilfe rufen kann und dann sofort auch Hilfe bekommt, ist halt viel stabiler nachher im Produktionsbetrieb, was ein ganz, ganz wichtiger Vorteil ist für Unternehmen, weil sie wissen, falls die KI dann Probleme hat, dann fragt sie ein paar Mal öfter nach, lernt dann sofort nach und ist dann wieder stabil im Betrieb am Laufen. Das ist so ein bisschen Machine Learning on the Job, weshalb wir unfertige Lösungen in Betrieben einführen. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz 2 Beispiele, die wir auch im KI-Marktplatz von der IDS eingestellt haben. Das ist ja dort der Marktplatz, bei dem junge Unternehmen, Technologieanbieter dort Anwendungsfälle zeigen können und andere Unternehmen können sich das anschauen und sagen, ey, ich glaube, ich habe denselben Anwendungsfall, das könnte was für mich sein. Das, was Sie hier sehen, ist ein Anwendungsfall aus einem großen Industriekonzern. Der macht Aufbereitung von Kfz-Teilen, das heißt, das ist so ein Aftermarket-Konzept, da werden gebrauchte Teile von Kupplungen, von anderen Bauteilen eines Autos, die werden dann genommen, zerlegt, geguckt, können die nochmal ein Leben oder vielleicht noch 2 Leben in einem anderen Fahrzeug leben und dann werden die aufbereitet. Und hier müssen Sie sich vorstellen, Sie sehen hier gerade eine Druckfeder, die steckt in Kupplungen. Und da gibt es halt Mitarbeiter, die gucken sich pro Schicht 4.000 oder mehr von diesen Federn an. Das ist unmenschlich und da passieren Fehler. Und Fehler haben Konsequenzen, die landen dann, da landen eben schlechte Teile bei Kunden, die brechen dann zum Beispiel in LKWs und dann wird es sehr schnell sehr teuer. Das ist ein Problem, das kann man mit konventioneller Technologie nicht lösen, weil einfach die Anomalien, die hier da sind, die sind viel zu komplex. Das kann man eigentlich gar nicht wirklich hineinprogrammieren, aber es ist ein super Fall für eben künstliche Intelligenz, die das lernen kann. Und das Einzige, was sie hier braucht, ist eben Beispiele für Teile, die in Ordnung sind und Beispiele für Teile, die nicht in Ordnung sind. Und wenn man das wenn man das richtig angeht, dann kann eben die KI das dort lernen. Und das ist etwas, worauf wir spezialisiert sind, vor allem solche Abnutzungsspuren. Ist das ein Wertstoff? Also kann man das noch verwenden oder ist das zu stark beschädigt oder abgenutzt und das gehört in den Müll? Ja. Der andere Anwendungsfall kommt aus der Abfallwirtschaft. Da bin ich jetzt auch hier vor Ort beim Kunden. Hier geht es darum, Fremdstoffe in Müll zu erkennen. Es gibt hier zum Beispiel in Deutschland oder auch allgemein weltweit noch keine vernünftigen Lösungen, mit der Glas oder Kunststoff zum Beispiel im Biomüll erkannt werden kann. Metall ist einfach, dafür gibt es Sensorik. Andere Stoffe sind auch teilweise in Ordnung. Aber es gibt einige Stoffe, die können wir immer noch nicht zuverlässig automatisiert in zum Beispiel Biomüll erkennen. Und der Kunde hier arbeitet jetzt eben mit unserer Unterstützung an einem neuartigen Produkt. Das heißt, alle Fahrzeuge, die dann in Europa fahren und ihre Mülltonne abholen, werden dann demnächst mit einem KI-System ausgestattet, das eben ihren Müll einmal kurz durchscannt und schaut, ist ihr Biomüll zu stark verunreinigt und fahre ich dann lieber direkt zur Mülldeponie, weil die Verunreinigung viel zu groß ist. Die Kompostieranlage wird mich abweisen und das heißt, ich kann mir die Fahrt zur Kompostieranlage sparen. Ja, das möchte ich Ihnen einmal kurz zeigen, wie das denn so aussieht. Der Kunde ist ungefähr 100 Mitarbeiter groß.
Ich versuche jetzt einmal das einmal umzustellen. Ich zeige Ihnen das mal. Der Kunde ist so, ah genau, das funktioniert. Der hat sich dann Anfang des Jahres so ein kleines KI-Labor aufgebaut. Das ist hier dort so ein Raum. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel hier so eine, wir nennen das KI-Werkbank. Das ist etwas, was wir standardmäßig so für Kunden bauen. Das heißt, es ist so eine Apparatur, da kann man dann eine Mülltonne reinstellen. Das ist halt der Anwendungsfall hier. Und dann gucken, dann hat man hier so Licht, das man kontrollieren kann. Man kann es dimmen. Man hat hier verschiedene Möglichkeiten, Kameras anzubringen. Man hat dann hier einen Bildschirm, der dann von oben drauf guckt und dann bestimmte Dinge hier tut. Ne? Und das ist so eine KI-Werkbank. Hier generiert man Trainingsdaten, hier testet man künstliche Intelligenzen. Und damit beginnt in der Regel so eine KI-Journey eines Unternehmens, das vorher halt mit dieser Technologie noch nichts zu tun hatte. Ne? Und wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Tetrapack-Dose, ein Tetrapack, das kann man in Biomüll heutzutage nicht zuverlässig erkennen. Und wir haben jetzt hier einfach mal so einen Demonstrator gebaut. Wenn ich das jetzt hier hineinwerfe, dann erkennt das System das, oh, hier ist ein Störstoff drin, der gehört hier nicht rein. Und dann haben wir hier so eine Alarmanlage angebaut. Und das Schöne ist, hier können halt eben Mitarbeiter hinkommen, die können interagieren mit der KI. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Mitarbeiter so, vor allem mit Sehen der KI, kann man sehr viel interagieren und das erleben. Dann verstehen die einfach viel besser, was ist denn überhaupt KI und warum machen wir das? Und das schafft einfach Transparenz und auch Akzeptanz in einem Unternehmen. Ne? Und das ist so etwas, das bauen wir dann und helfen dann dem Kunden eben auch das Know-how intern aufzubauen, um solche KI-Lösungen dann nachher zu machen. Ich schaue gerade, wir haben uns mal überlegt, was können wir Ihnen vielleicht noch so mitgeben als kleines Erlebnis. Wir haben ja in Corona-Zeiten nicht die Möglichkeit, hier jetzt direkt vor dem Demonstrator hier zu stehen und Sie können da nichts reinwerfen. Wir haben uns überlegt, wie könnten wir das hinkriegen? Und wir haben mal eine Live-Demo hier gebaut. Und wer von Ihnen ein Tetrapack gerade zur Hand hat oder im Kühlschrank, kann das vielleicht einmal kurz holen und dann könnten Sie das in die Webcam halten. Ich habe hier so eine Vorrichtung gebaut. Dann halten Sie das in die Webcam. Ich richte eine Kamera auf Ihr Bild und dann sehen Sie dann live das, was die KI eben dazu sagt. Das ist eine KI, die haben wir jetzt extra für diese Webcam-Demo gebaut. Die ist noch sehr experimentell, aber in einigen Umständen funktioniert die schon ganz gut. Und ich mache Ihnen dann einfach den Vorschlag, dass wir einmal so eine Live-Demo, die haben wir bisher auch noch nicht gemacht. Das war eine sehr spontane Idee hier. Wie können wir trotzdem etwas Interaktives machen, auch wenn wir in Corona-Zeiten leben? Und wenn Sie möchten, können wir dann einmal jemanden auswählen, der dann ein Tetrapack in die Kamera hält und dann gucken wir mal, was die KI dazu sagt. Möchte da jemand? Bisher haben wir die KI soweit getestet, wenn ihr Hintergrund nicht wenn Sie einen einigermaßen homogenen Hintergrund haben, dann ist es etwas besser. Sie können jetzt zum Beispiel, genau da sehe ich Paul Becker, jetzt muss ich einmal kurz etwas einstellen. Sekunde. Ich muss hier einmal einstellen, dass ich, ja, so. Jetzt müsste ich einmal Paul Becker hier auswählen. Aber ich sehe, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Ja, Sekunde. Jetzt muss ich einmal pinnen, ja. So. Genau. Und jetzt müsste man einmal... So, muss ich einmal die Kamera einstellen. Und jetzt rot umrandet heißt, ist ein Tetrapack. Und wenn man, jetzt ist der Hintergrund sehr, sehr unruhig. Paul, wenn du die vielleicht einmal weghältst, dann ja, einmal aus dem Bild nimmst, dann müsste das Bild sich verändern. Ja, einmal komplett aus dem Bild nehmen. Genau, ja, jetzt ist der Hintergrund ein bisschen sehr, sehr chaotisch. Da erkennt er das noch nicht. Wenn du die Kamera ein bisschen nach oben hältst, dass der die Decke mehr zu sehen, ja, genau, das ist besser. Er ist noch sehr, sehr experimentell. Das haben wir sehr, sehr kurzfristig gemacht. Jetzt erkennt er den Störstoff. Und
wenn das Tetrapack jetzt weggehalten wird, dann meldet er dort eben keinen Störstoff. Und das ist jetzt so eine Demo, die wir gerade, wir versuchen irgendwie in Corona-Zeiten KI etwas greifbarer, erlebbarer zu machen. Und dann ist uns diese Idee gekommen, wir haben doch jetzt diesen tatsächlichen Anwendungsfall von eben Fremdstoffen im Müll. Und können wir das nicht irgendwie erlebbar machen über so einen Webcam-Ansatz? Ne? Und ja, es hat jetzt so ein bisschen funktioniert, aber wir haben, muss man sich jetzt mal vorstellen, wir haben da vielleicht, was das Trainieren der KI angeht und die Datenerhebung, das war vielleicht ein halber Tag Arbeit. Ne? Ich habe jetzt ein bisschen länger noch gebraucht, um diese Apparatur hier zu bauen, damit das in Zoom funktioniert. Ne? Aber es ist unfassbar, wie schnell und einfach man sowas heutzutage schon bauen kann. Und damit würde ich auch einmal kurz mein Part einmal abschließen wollen. Ich teile nochmal meine Folien hier vorne und würde noch mein Teil einfach mal abschließen mit, ich gehe mal davon aus, dass hier auch einige mit dabei sind, einige Teilnehmer, die sagen, okay, was kann ich jetzt denn mit sehender KI denn überhaupt in meinem Unternehmen machen? Und aus der tatsächlich Technologieentwicklerperspektive, die KI-Technologie ist marktreif. Die Hardware ist mittlerweile bezahlbar. Das ist einfach toll, was man für Möglichkeiten mittlerweile hat. Und KI ist auch keine Raketenwissenschaft mehr. Einige Teilbereiche ja, aber das, was wir hier gerade tun, was wir auch eben dann von IDS gesehen haben in der Demo, das ist wirklich keine Raketenwissenschaft mehr. Also was fehlt noch? Ne? Meine Empfehlung, zwei Dinge sind wichtig. Aktuell nehmen Sie mal jemanden an die Hand, der Ihnen dabei helfen kann, Low-Hanging Fruits zu infizieren. Also was sind in meinem Unternehmen die einfachen Fälle, die man sehr, sehr schnell und mit überschaubarem Aufwand und überschaubarem Budget dann wirklich angehen kann. Und wenn Sie die identifiziert haben, versuchen Sie, die klug und schlank zu erproben. Keine großen Projekte, sondern wirklich ganz, ganz schlank. Und wir arbeiten mit Unternehmen hier, vor allem bei uns aus der Region, immer so im Bereich, das sind vierstellige Projekte, mehr sind es gar nicht, aber das reicht schon aus, um einfach mal schnell zu proben, kann eine KI das lernen. Und da sind solche Anlaufstationen wie das KI-Lab Kupfalz, aber wir haben auch solche Stationen hier bei uns in der Region Ostwestfalen. Das ist super, weil es gibt ganz, ganz viele Fördermöglichkeiten und ich habe keinen einzigen Kunden, bei dem wir keine Förderung bekommen haben, für genau solche Projekte, Low-Hanging Fruits zu identifizieren und dann schlank zu erproben, ob eine KI eine Aufgabe lernen kann. Also das kann ich Ihnen dort ans Herz legen. Und wenn Sie dort Fragen haben, kontaktieren Sie mich gerne. Ich kann Ihnen gerne so Ersteinschätzung geben, auch per Zoom. Und wenn Sie da allgemein Fragen haben, wie gehe ich überhaupt vor, was KI angeht, kann ich Ihnen als Anwender gerne auch dann auch zur Seite stehen. Ja. Damit würde ich meinen Teil beenden. Ich hoffe, Sie haben so ein bisschen auch interaktiv vielleicht ein bisschen was gesehen. Wer selbst mal was in die Kamera halten möchte, sagt mir gerne Bescheid. Dann können wir das noch machen.